Hallo, liebes Publikum, herzlich willkommen zum Taz Talk. Das ist heute der 133. Taz Talk, seitdem wir dieses fernsehähnliche Format in der Taz erfunden haben. Das hat viel mit Corona zu tun. Inzwischen mit unserer Lust, auch in das streitbare Gespräch zu gehen. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Das ist der ganz und gar bezaubernde Historiker und Soziologe Alexander Zinn. Herzlich willkommen. Hallo. Alexander Zinn ist uns aufgefallen, weil er einen Aufsatz geschrieben hat. Ich will aber vorher noch mal sagen, das ist auch bereits der 15. Queer Talk in Kooperation mit der Taz, der Initiative Queer Nations. Wenn Sie sich für unsere Arbeit, das ist im Grunde genommen Wissens- und Streitorganisationen, interessieren, gehen Sie auf unsere Website, das ist queernations.de, da finden Sie alle Informationen. Und dann ist noch unbedingt zu sagen, ein ganz kleiner, wichtiger Werbeblock. All das, was wir hier machen, wäre ohne die freiwillige Spendenplattform der Taz, Taz zahlig, nicht denkbar. Also spenden Sie, gehen Sie mal auf diese Plattform. Also gönnen Sie uns und auch Ihnen selbst den Gedanken der Solidarität. Im Übrigen ist heute der Tag der Homophobie und habe im Übrigen auch deswegen als Moderator, mein Name ist Jan Feddersen, mein Eurovisions-T-Shirt des ESC von vor 2 Jahren in Tel Aviv angezogen. Das ist in vielfältiger politischer Hinsicht heute mir und uns, nehme ich an, wichtig. Und zu Alexander Zinn. Alexander Zinn und ich kennen uns, wir sind übrigens per Du, kennen uns, glaube ich, seit gefühlt 312 Jahren. Und er war damals Angestellter, Aktivist, Pressesprecher beim Lesben- und Schwulenverband Deutschland. Ich bin schon damals Taz-Redakteur gewesen. Es ist kein Geheimnis, wir beide haben uns immer für eine bürgerrechtsorientierte Politik der Queers interessiert. Damals, als wir uns kennenlernten, war so etwas wie die Ehe für alle, also das heißt die Befreiung des vormodernen Eherechts, also zugunsten auch gleichgeschlechtlicher Paare, noch ganz und gar undenkbar. Also jedenfalls, was den Verlauf der ganzen Auseinandersetzung auch gerade in konservativen und liberalen Kreisen anbetrifft. Alexander Zinn arbeitet inzwischen, was heißt nur, aber hauptsächlich als Wissenschaftler. Er war am Hannah-Arendt-Institut in Dresden und ist inzwischen Mitwirkender des mit uns befreundeten Fritz-Bauer-Instituts in Frankfurt. Er forscht da, das kann er nachher auch selber erzählen. Alexander Zinn hat Monographien geschrieben, aus dem Volkskörper entfernt, homosexuelle Männer im Nationalsozialismus. Das ist vor 2 Jahren erschienen. Er hat auch das Buch geschrieben, Das Glück kam immer zu mir, Rudolf Braster, Das Überleben eines Homosexuellen im Dritten Reich. Verschiedene andere Bücher sind auch von ihm erarbeitet worden. Ich weiß aus vertraulichen Quellen, dass demnächst sein jüngstes Buch, ein Sammelband aus dem Hannah-Arendt-Institut, in der Rezensionsplattform Hasods Kult besprochen werden wird. Alexander Zinn hat vor einigen Wochen einen sehr schön streitbaren, also mich erfreuenden, andere ärgernden Text geschrieben. Diesen wird er uns gleich referieren und dazu gibt es auch ein paar Fotos. Ich will noch mal ausdrücklich sagen, diesen Text hätte uns eine Einladung wert sein müssen. Und wer Queer Nations kennt, weiß, also dass wir auch alle Kontroversen hier gut veranstalten, wenn uns nun dieser Text geärgert hätte. Alexander Zinn, ja, was wirst du uns heute Abend vortragen? Sag uns, was du zu sagen hast. Wir freuen uns auf dich. Ja, vielen Dank, Jan. Ich werde vortragen einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, den ich vor 2 Monaten dort ungefähr veröffentlicht habe. Anlass war die Debatte über Sandra Kegel, die Faz-Feuilleton-Chefin, die damals hochkochte, wie so vieles in den letzten Jahren immer wieder hochkocht und über Twitter etc. skandalisiert wird. Das war für mich der Anlass. Das hat mich auch selber so geärgert, was da passiert ist. Was war da passiert, Dann Alexander? Alexander, das ist jetzt alles ganz bei dir. Aber magst du noch mal erzählen, was genau der Punkt war, was dieser Text war, wer Sandra Kegel ist?
Genau, das ergibt sich gleich aus meinem Vortrag. Deswegen gehe ich da jetzt gar nicht allzu nah drauf ein. Ich denke, ich starte jetzt auch gleich. Ich habe eine Präsentation mitgebracht, die keine klassische wissenschaftliche PowerPoint-Präsentation mit irgendwelchen Thesen ist, sondern es sind im Wesentlichen Bilder und Abbildungen von Dokumenten, die meinen Text ein bisschen untermauern. Die Leute, die den Text schon gelesen haben in der FAZ, die kann ich trösten. Sie kriegen nicht exakt dasselbe präsentiert, sondern sie kriegen eine längere Fassung, die noch ein paar mehr Gedanken enthält. Und ich hoffe, dass all das anregend genug ist, dass wir dann nachher auch ein spannendes Gespräch noch führen können. Und ich möchte noch unbedingt ergänzen, und dann ist das Rederecht ganz und gar bei dir. Sie können oder ihr könnt Fragen stellen. Und mailen Sie uns, also entweder über Facebook, über YouTube, aber Sie können uns auch mailen über taztalk@taz.de. Also nochmal taztalk mit K at taz.de. Und alle Fragen werden von mir weitergeleitet. Also nichts wird zensiert. Wir sind ein Forum der offenen Gesellschaft, die wir sehr wertschätzen. Alexander, jetzt ist es nur noch deine Performance. Okay, vielen Dank. Dann starte ich jetzt einfach die Bildschirmpräsentation. Ich hoffe, das klappt auch. Zack, ja, scheint zu klappen. Ja, hier sieht man nochmal den Artikel, um den es geht, der Jan angefixt hat, mich einzuladen und den ich nun heute präsentieren möchte. Ja, Einfalt statt Vielfalt war der Titel und jetzt geht es dann auch los. Schauen wir mal, ob das Weiterklicken auch funktioniert. Das funktioniert jetzt komischerweise nicht. Doch, jetzt funktioniert es. Okay, da ist die nächste Abbildung. I am what I am and what I am needs no excuses. Gloria Gaynor's Disco-Adaption aus dem Musical Ein Käfig voller Narren wurde 1984 zu einem Welterfolg und zur internationalen Hymne der Schwulenbewegung. Die Botschaft war gerade in ihrer Schlichtheit anschlussfähig. Jeder nach seiner Fasson, keiner soll sich entschuldigen für sein So-Sein, niemand soll mit den Wölfen heulen müssen. 40 Jahre später propagieren Lesben- und Schwulenverbände das glatte Gegenteil. Entschuldigen sollen sich nun allerdings die anderen, diejenigen, die man eher abschätzig als cisgender oder heteronormativ bezeichnet. Jedenfalls dann, wenn sie nicht jede Verbandsforderung willfährig unterstützen, wenn sie Kritik üben, aus der Reihe tanzen, einen eigenen Kopf beweisen. Die Reihe derjenigen, die sich dieses Vergehens schuldig gemacht haben, wird immer länger. Zu ihnen gehören Birgit Keller, J.K. Rowling und auch Jan Feddersen, neuerdings nun auch Sandra Kegel, Gesine Schwan und Wolfgang Thierse. Organisationen, die die Vielfalt predigen, produzieren nur noch Einfalt. Statt den Diskurs zu suchen, auf Kritik mit Argumenten zu antworten, steht man auf Unterwerfungsgesten. Entschuldigungen für angeblich verletzte Gefühle. Wer sich nicht beugt, muss mit Ausladung, mit Ausgrenzung und öffentlicher Denunziation als homo- oder als transphob rechnen. So wie im neuesten dieser Skandale, der durch einen Kommentar der FAZ-Feuilleton-Chefin Sandra Kegel ausgelöst wurde. Dazu auch ein Bild dieses Kommentars, ein Dokument aus dem Internet. In diesem Kommentar hatte Sandra Kegel Zweifel daran angemeldet, ob homosexuelle Schauspieler tatsächlich so stark diskriminiert werden, wie es in dem jüngst veröffentlichten Manifest Act Out behauptet wird. Zweifel, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, galten Bühne und Film bislang doch als Sphären, in denen Schwule und Lesben nicht unbedingt benachteiligt werden. Bekannt sind eher gegenteilige Klagen. So beschwerte sich ein heterosexueller Schauspieler zum Beispiel schon 1963, dass es am Zwickauer Theater einen allgemein verbreiteten Standpunkt gibt, dass Homosexualität gleich Talent wäre. Nun mag Sandra Kegel mit ihren Zweifeln ja völlig falsch liegen. Doch statt mit Argumenten zu kontern, bezichtigte man sie lieber der Homophobie und der AfD-Nähe und forderte von Gesine Schwan, Kegel von einer Diskussionsveranstaltung der SPD auszuladen. Der Fort hat sich in diesem Fall auch der Lesben- und Schwulenverband, von dem man Aktivitäten in Sachen Cancel Culture bisher eigentlich nicht gewohnt war.
In einem Newsletter empörte sich der LSVD, dass sich die SPD trotz tagelangem hartnäckigem Engagement nicht zu schade gewesen sei, die Einladung an Kegel aufrecht zu erhalten. Damit habe die SPD versagt bei der Parteinahme für queere Menschen. Dazu haben wir auch eine Abbildung aus dem LSVD-Newsletter. Tatsächlich hatte Gesine Schwan, die FAZ-Feuilleton-Chefin, nicht aus, sondern stattdessen die Kritiker eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen. Doch diese gebärdeten sich wie Inquisitoren, die allenfalls eine Entschuldigung der Angeklagten Kegel zu akzeptieren bereit waren. Dass man mit solchen Aktionsformen weder die Bevölkerung für sich gewinnt, noch das durchaus vielfältige Spektrum von Lesben, Schwulen und Transgendern repräsentiert, haben die Reaktionen in Presse und Politik zur Genüge gezeigt. Doch es wäre zu einfach, die Sache als die Verirrung einiger Fanatiker abzutun. Dass nicht nur die LGBTI-Organisationen und Medien, sondern auch der SPD-Vorstand den Anklägern beisprangen, zeigt vielmehr, wie salonfähig die Cancel-Politik inzwischen ist. Wolfgang Thierse, der das in einem eigenen FAZ-Kommentar begutachtet und beurteilt hat, hat zu Recht darauf hingewiesen, wie gefährlich diese Entwicklung ist. Die Verweigerung der rationalen Auseinandersetzung, der Rückzug in eine emotional grundierte Opferkultur und die Diskreditierung jeder Kritik als verletzend und deswegen homophob, frauenfeindlich, rassistisch oder rechtsextrem, ist im Kern tatsächlich demokratiefeindlich. Wie konnte es dazu kommen, dass die Lesben- und Schwulenverbände in ein solches Fahrwasser gerieten? Betrachtet man die schwul-lesbische Gleichstellungspolitik der vergangenen 30 Jahre, erscheinen die jüngsten Entwicklungen eher überraschend. Mit der Gründung des Schwulenverbandes SVD im Jahre 1990 schlug man einen pragmatischen, bürgerrechtlich orientierten Kurs ein, der große Erfolge zeitigte. Erfolge, die vor allem darauf zurückzuführen waren, dass man mit den Worten Thierses das eigene in Bezug auf das Gemeinsame dachte. So zum Beispiel mit der Aktion Standesamt. Schwule und lesbische Paare liebten einander ebenso wie Heterosexuelle, weshalb ihnen auch die Ehe nicht verboten werden dürfe, so lautete die simple Botschaft. Eine Botschaft, mit der der SVD die Herzen vieler Menschen erobern und zunächst die eingetragene Lebenspartnerschaft, später dann auch die Öffnung der Ehe durchsetzen konnte. Werden die Verbände nun Opfer ihres eigenen Erfolges? Dafür spricht einiges. Der britische Journalist Douglas Murray führt die neue Radikalität der Gay Black Women's Rights Bewegungen darauf zurück, dass die rechtliche Gleichstellung in den westlichen Demokratien weitgehend erreicht sei. Wie der heilige Georg im Ruhestand suchten Interessenverbände nun verzweifelt nach neuen Aufgabenfeldern und man sehe sie immer häufiger mit ihrem Schwert in der Luft herumfuchteln und unsichtbare Drachen herausfordern. Tatsächlich suchen sich Organisationen wie der um lesbische Frauen zum LSVD erweiterte Schwulenverband in den letzten Jahren immer neue Themen und Aufgabengebiete. Freilich verschärft man damit auch die inneren Konflikte. Schon Schwule und Lesben waren nur schwer vor einen Karren zu spannen. Und auch die Forderung nach Auflösung der binären Geschlechterordnung erschließt sich einer Basis, deren sexuelle Präferenz an das eigene Geschlecht gebunden ist, nicht unmittelbar. Tatsächlich regt sich Unmut gegen die neue Fokussierung der Lesben- und Schwulenverbände auf das Thema Trans und Transidentität. So insbesondere unter Feministinnen, die nicht akzeptieren wollen, dass heterosexuelle Männer künftig durch bloßes Vorsprechen beim Standesamt und ohne operative Geschlechtsumwandlung zu lesbischen Frauen werden soll. Oder dass Kinder im Alter von 8, von 12 oder von 14 Jahren reif genug seien, um beurteilen zu können, ob sie transsexuell sind. Mit allen Konsequenzen einschließlich der Behandlung mit Pubertätsblockern, Hormonen etc.
Tatsächlich gibt es Anlass für Fragen und Zweifel. Das zeigen Erfahrungen aus Großbritannien. Dort gibt es inzwischen zahlreiche Fälle vermeintlich transsexueller Kinder und Jugendlicher, die später feststellten, dass sie eigentlich lesbisch waren oder schwul. Und die es inzwischen bereuen, dass sie ihren Körper mit Pubertätsblockern und Hormonen sinnlos geschädigt haben. Doch die führenden Verbände und Medien der LGBTI-Community wollen von solchen Problemen nichts hören. Wer sie anspricht, wird als transphob abgekanzelt. So etwa auch Jan Feddersen vor einem Jahr, als er den Versuch unternahm, eine Queer Lecture zu diesem Thema zu veranstalten. Oder nun gerade eben als jüngstes Beispiel die Veranstalterinnen des Lesben-Frühlingstreffens. Zu dem ganzen Thema hatte ich übrigens auch noch eine Abbildung, die ich jetzt kurz einblende. Wie konnte es so weit kommen? Die seit einigen Jahren zu beobachtende Orientierungslosigkeit der Interessenverbände hat sie zu einem leichten Opfer radikaler Ideologen werden lassen. Pragmatische Politikansätze wurden zurückgedrängt, stattdessen übernahmen Akteure das Ruder, die in den akademischen Blasen der Universitäten in Fragen von Queer Theory, von Postkolonialismus und intersektionaler Diskriminierung geschult worden sind. Mangels anderer Berufsaussichten drängen solche Absolventen bevorzugt in Nichtregierungsorganisationen und Medien, wo sie in den letzten Jahren an vielen Stellen tonangebend wurden. Im ideologischen Gepäck haben sie all jene Vorstellungen, die Caroline Fourré in ihrem Buch Generation beleidigt als linksidentitär bezeichnet hat. Die Reduzierung der komplexen modernen Gesellschaften auf ein tribalistisches Konzept identitär bestimmter Gruppen, die für sich eine angemessene Repräsentation fordern, was letztlich nur in einer neuen Form des Ständestaates enden kann. Wie regressiv die linksidentitären Konzepte sind und wie wenig sie noch mit der Vision einer Gesellschaft freier Individuen zu tun haben, haben in der LGBTI-Bewegung bislang nur die wenigsten verstanden. Dabei lässt sich kaum übersehen, dass mit der neuen Identitätspolitik auch ein hoher Konformitätsdruck einhergeht. Wer nicht mit den Wölfen heult, wird zum Paria. Mit der alten Losung I am what I am hat das nichts mehr zu tun. Stattdessen werden Individuen auf ihre identitären Eigenschaften reduziert, aus denen sich ihr Platz in einer Welt ergeben soll, die aufgeteilt ist in Schwarz und Weiß, Freund und Feind. Wie in archaischen Stammesgesellschaften wird die eigene Gruppe vor schädlichen Einflüssen und vor Ehrverletzungen geschützt. Doch die Safe Spaces, die man nun allenthalben fordert, sind nichts anderes als geistige Gefängnisse, an deren Toren Diskurswächter die neuen Benimmregeln kontrollieren. Worin sich all das von den miefigen 50er Jahren unterscheidet, aus denen man einst zur sexuellen Revolution aufbrach, ist kaum auszumachen. Befremdlich ist das Selbstbild, das mit all dem einhergeht. Wer sich lediglich als potenzielles Diskriminierungsopfer wahrnehmen kann, ist kaum in der Lage, anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Im Gegenüber sieht man dann nur noch einen Aggressor, dem man selbst Fragen nach Herkunft oder Lebensumständen als Affront auslegt. Natürlich kann die Konfrontation mit Vorurteilen belastend sein. Doch Vorurteile basieren oft auf Erfahrungswerten und ohne sie könnte kein Mensch leben. Manchmal handelt es sich um dümmliche Pauschalisierungen, aber nur selten entspringen sie böser Absicht. Die Kunst besteht darin, mit Vorurteilen zu leben, wie der jüdische und schwule Soziologe Alfons Silbermann stets betont. Eine Kunst, die vor allem Gelassenheit und auch Humor erfordert. Tugenden, die uns offenbar abhanden gekommen sind. Als wenig anschlussfähig erweisen sich auch einige der Theorien, die aus der akademischen Welt in die LGBTI-Politik importiert werden. Da ist zum Beispiel Judith Butlers These, dass nicht nur das soziale, sondern auch das biologische Geschlecht konstruiert sei.
Diese These hat in der sozialwissenschaftlichen Forschung gerade wegen ihrer Radikalität in vielerlei Hinsicht Aufmerksamkeit gefunden und hat sie befruchtet. Doch solche Theorien werden unter Forschern kontrovers diskutiert und lassen sich kaum als wissenschaftliche und schon gar nicht als alltagstaugliche Wahrheiten verkaufen. Wer es dennoch tut, muss sich nicht wundern, wenn sich Lieschen Müller kopfschüttelnd abwendet. Dass die Bevölkerung die prinzipiell binäre Geschlechterordnung im Sinne Hannah Arendts als eine offenkundige Tatsachenwahrheit begreift, lässt sich auch durch Beschlüsse eines queeren Politbüros nicht ändern. Wer sozialwissenschaftliche Theorien als politische Handlungsanweisungen missversteht, landet schnell im Bereich autoritärer Zwangsmaßnahmen. Ein kurzer Blick in die Geschichte genügt, um zu erkennen, dass derartige Versuche, einen neuen Menschen zu erschaffen, noch immer gescheitert sind. Meist endeten sie in diktatorischen Regimen. Wer die Menschen zu ihrem Glück zwingen, wer die heterosexuelle Mehrheit darüber belehren möchte, wie sie eigentlich zu leben hätte, provoziert massiven Widerstand. Und mitunter auch neue Verfolgungswellen. Ein lehrreiches Beispiel sind die Theorien Hans Blühers, der die antike Päderastie idealisierte und Männerbünden wie dem Wandervogel attestierte, sie würden durch Homoerotik zusammengehalten. Letztlich, so meinte Blüher, basiere das gesamte Staatswesen auf der Homosexualität. Blühers radikale Thesen wurden in den 1920er Jahren breit diskutiert und waren unter Intellektuellen ähnlich populär, wie es Judith Butlers Gender-Theorie heute ist. Vor allem pädophile Homosexuelle beriefen sich damals auf Blüher, um den sogenannten pädagogischen Eros, in der Praxis ging es dabei meist um sexuelle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen, zu legitimieren. Doch Blühers Thesen provozierten auch massiven Widerstand und von ihnen führte schließlich eine direkte Linie ins Dritte Reich. So entwickelte der spätere Gestapo-Chef Heinrich Himmler aus Blühers Ideen eine Verschwörungstheorie, mit der er die nationalsozialistische Homosexuellenverfolgung schließlich rechtfertigt. Die größte Gefahr, die von der heutigen linksidentitären Ideologie ausgeht, ist, dass sie die Werte der Aufklärung, so insbesondere die universelle Gültigkeit der Menschen und der Bürgerrechte, in Frage stellt. Stattdessen frönt man einem exzessiven Kulturrelativismus, der sich von rechtsidentitären Konzepten nur in Nuancen unterscheidet. Einige Akteure rechtfertigen sogar die Genitalverstümmelung junger Frauen. Und konsequent zu Ende gedacht, müsste man dann auch rechtfertigen, dass die Terroristen des Islamischen Staates Homosexuelle von Hochhausdächern warfen. Das kulturrelativistische und intersektionale Antidiskriminierungsbündnis führt dazu, dass solche Widersprüche aus falscher Rücksichtnahme auf vermeintliche Bündnispartner unter den Teppich gekehrt werden. So etwa vom LSVD-Bundesverband, der nicht müde wird, die Homophobie der katholischen Kirche anzuprangern, von dem aber wochenlang nichts zu hören war, als ein islamistischer Attentäter im vergangenen Herbst in Dresden ein schwules Paar angriff und einen der Männer ermordete. Die harschen und teilweise auch hämischen Reaktionen auf die Brandmarken von Kegel, von Schwan und von Thierse haben die LGBTI-Bewegung kalt erwischt. Dass man es mit dem linksidentitären Opferkult übertreiben könnte, damit haben wohl nur die wenigsten Verbandsfunktionäre gerechnet. Nun ist der Katzenjammer groß. Doch noch übt man sich in den klassischen Abwehrmechanismen und denunziert Kritiker als homophob und rechts. Wer von Identitätspolitik und Cancel Culture spreche, so etwa die Online-Plattform queer.de, nutze Kampfbegriffe, die sich gegen den Einsatz für Minderheiten richten. Dass die Welt nicht nur aus Freund und Feind besteht, dass es auch wohlwollende Kritik aus der Mitte der Gesellschaft geben könnte, scheint für einige Akteure unvorstellbar zu sein. Wenn sie gesellschaftlich und auch innerhalb der äußerst diversen LGBTI-Welt anschlussfähig bleiben wollen, werden sie ihren Horizont erweitern müssen.
Letztlich geht es darum, in was für einer Welt wir leben wollen. Soll es eine Welt freier Individuen sein, in der jeder nach seiner Fasson glücklich werden kann, in der man aber auch ertragen muss, dass andere ihr Glück woanders suchen und finden? Oder wollen wir den Menschen vorschreiben, wie das richtige Leben, wie ihr Leben auszusehen hat? Die Hybris, mit der viele Verbandsvertreter heute agieren, der unumschränkte Wahrheitsanspruch, der aus ihren Verlautbarungen spricht, klingt immer weniger nach dem Ideal einer freien Gesellschaft. Zweifel, Widerspruch und Dissens können diese Ideologen nicht ertragen. Die Empörungswellen, die sie inszenieren, zeugen letztlich zwar von Schwäche, denn nur wem die Argumente fehlen, der reagiert mit Verleumdung und Diskreditierung des Gegners. Doch diese Schwäche sollte nicht über die Gefahren hinwegtäuschen, die von einem solchen Politikstil ausgehen. Lassen wir die Ideologen weiter gewähren, so enden wir entweder in einer queeren Erziehungsdiktatur oder wir provozieren den großen Backlash. Weder das eine noch das andere kann uns recht sein. Deswegen gilt es, das Spielfeld zurückzuerobern und jenen eine Stimme zu verleihen, die Zweifel und Widerspruch anmelden. Das Geheimnis des Erfolges von I am what I am lag in der Übertragbarkeit der Erfahrung des Andersseins als Schwuler ins Allgemeine. Jeder konnte sich in dem Song wiedererkennen, denn jeder macht in seinem Leben derartige Erfahrungen. Wegen individueller Eigenschaften gering geschätzt und ausgegrenzt zu werden. Kurz, Erfolg haben immer die politischen Konzepte, die Brücken bauen, die Mehrheit berühren und die sie mitnehmen. Ja, soweit mein Text, den ich heute vortragen wollte. Um meine Thesen nochmal zusammenzufassen, habe ich eine letzte Folie hier noch mitgebracht, die denn doch eine klassische PPP-Folie ist mit ein paar Thesen. Die trage ich noch kurz vor. Also meine Hauptthese ist, dass die LGBT-Politik in den letzten Jahren in ein linksidentitäres Fahrwasser geraten ist, dass sie weltfremde Forderungen und einen eifernden Politikstil pflegt und damit die LGBT-Community eigentlich nicht mehr repräsentiert und auch in der Bevölkerung keine Mehrheiten finden kann. Eine offene Debatte über den richtigen Weg ist offensichtlich nicht mehr möglich. Zweifel und Widerspruch werden als homo- und transphob gebrandmarkt, was letztendlich Wasser auf die Mühlen von AfD und Rechtspopulisten ist. Wasser auf die Mühlen von Rechtspopulisten ist es auch, wenn eine Bewegung, die in vielen westlichen Ländern längst zum Establishment gehört, weil sie in Politik und Medien nicht nur Gehör findet, sondern oft sogar tonangebend ist, wenn sich eine solche Bewegung dennoch permanent als Opfer von Unterdrückung und Ausgrenzung inszeniert. In der Konsequenz könnte all das die Erfolge der Bürgerrechtspolitik der 1990er und 2000er Jahre zunichte machen und einen Backlash auslösen. Ja, soweit erstmal meine Thesen, mein Vortrag. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich versuche jetzt die Präsentation zu beenden. Das scheint geklappt zu haben. Okay. Danke, lieber Alexander, danke. Ich muss jetzt auch was trinken. Das war ziemlich erfrischend. Liebes Publikum, Sie können Fragen stellen, Sie können Statements formulieren. Machen Sie das über tatztalk@taz.de. Ich werde hier einspeisen. Also wir gehen keinem Streit aus dem Weg. Das wäre für Alexander Zinn und auch, ich schätze mal auch für mich ganz ungewöhnlich. Alexander, der Text ging ja vor einigen Wochen in der FAZ durch. Du hattest ihn auch der Taz, glaube ich, angeboten. Du hattest ihn auch verschiedenen anderen Zeitungen angeboten. Wie hat man auf dein Ansinnen innerhalb der Feuilleton-Redaktion der FAZ reagiert? In dem Fall war es anders. Du verwechselst das jetzt mit einem anderen Artikel, den ich der Taz angeboten hatte. Es war tatsächlich eine Auftragsproduktion für die FAZ. Ich hatte mich an Sandra Kegel gewendet und ihr eine kurze E-Mail geschickt, weil ich so empört war über das, was damals passiert ist und
Sie hat mich gefragt, ob ich einen Artikel schreibe, und das habe ich dann gemacht. Wie war die Reaktion? Die Reaktion war, ja, ich hatte eigentlich gedacht, ein Shitstorm wird losbrechen. Das ist nicht geschehen. Das hat mich erstmal positiv überrascht. Nun bin ich auch nicht in diesen üblichen sozialen Netzwerken, und da halte ich mich bewusst ein bisschen zurück. Ich bin weder bei Twitter noch bei Facebook. Insofern weiß ich nicht, was da vielleicht doch getobt hat. Aber mich hat nichts erreicht, sondern mich haben nur die positiven Reaktionen erreicht. Und das waren erstaunlich viele, die mir das klassische Medium E-Mail ihren Kommentar dazu geschickt haben. Und die meisten waren wirklich sehr positiv. Ein paar kritische gab es natürlich auch. Aber das, was ich hier eigentlich beschreibe in meinem Artikel, dass wir in einer Shitstorm-Kultur leben, das ist erstaunlicherweise bei diesem Text nicht passiert. Birgit Keller, die sich übrigens auch an mich gewandt hat, hat dazu gesagt, ja, vielleicht ist es auch eine Illusion zu glauben, dass wir harte Auseinandersetzungen überhaupt führen. Wir gehen oftmals in Auseinandersetzungen tatsächlich aus dem Weg, und viele derjenigen, die angegriffen wurden durch meinen Artikel, haben das vielleicht auch elegant auf diese Art und Weise erledigen wollen, dass sie der Auseinandersetzung aus dem Weg gehen und das Ganze totschweigen. Interessant ist, dass der LSVD in seinem Pressespiegel den Artikel nicht erwähnt hat, und auch Queer.de hat das nicht getan, obwohl beide namentlich erwähnt wurden. Das ist eher skurril, zeugt jedenfalls nicht von Größe. Und das ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass man in dem Fall dann lieber mit Totschweigen reagieren wollte. Ja, das ist auch meine Erfahrung. Ich selber habe den, wir haben das ja auch bei Queer Nations gemacht, aber ich persönlich habe das auch über meine Foren gemacht. Es gab total wenig Reaktionen. Aber meine Erfahrung ist auch, dass diese Crowds, also man kann ja noch nicht mal Queer Crowd sagen, sondern es sind die Nachgeborenen der ganzen LGBT-Bürgerrechtsbewegung, dass die eigentlich solchen Kontroversen auch aus dem Weg gehen. Also sie fürchten sie, weil möglicherweise ist das auch eine Furcht vor der eigenen, sagen wir mal, Argumentarmut. Also dass ich weiß, dass die Siegessäule auf solche Fragen gar nicht eingeht. Das Siegessäule ist ja mehr und mehr auch zu einem identitären Organ geworden. Aber das ist doch erstaunlich. Aber wie soll man überhaupt miteinander ins Gespräch kommen? Ja, das ist tatsächlich die Frage, wenn solche Polemiken, und ich meine, es war natürlich eine Polemik, was ich da losgelassen habe, noch nicht mal ein Echo finden, dann ist natürlich wirklich die Frage, wie kommen wir ins Gespräch? Es gibt ja viele Themen, die wir eigentlich diskutieren müssten. Das Thema, wie man mit den ganzen Transfragen umgeht, habe ich kurz angerissen. Ein anderes Thema, was uns ja auch schon seit vielen Jahren beschäftigt, ist diese Debatte um ein Gedenkzeichen in Ravensbrück. Auch da ist es nicht möglich, tatsächlich in den Diskurs zu kommen und mal eine Debatte zu führen, sondern es erschöpft sich eigentlich immer nur in Anwürfen unter der Gürtellinie. Man ist lesbenfeindlich, man ist sonst etwas, aber der Diskurs findet nicht statt. Das ist schon erstaunlich. Ja. Eine Frage von Till Amelung. Till Randolph Amelung gehört mit zur Crowd der ganzen Beißreflexe, der Kreischreihe. Er fragt, ist aktueller LGBTI-Aktivismus blind gegenüber Denkweisen, die nicht einseitig aufoktroyiert werden können? Naja, also ich glaube schon, dass unser Aktivismus sich festgefahren hat in einem bestimmten ideologischen Bild, wie die Welt auszusehen hat. Da hat man sich gemütlich eingerichtet in einem Wolkenkuckucksheim, wie ich es manchmal auch nenne. Und dass die Welt da draußen auf dem Land in Bayern oder in Brandenburg möglicherweise ganz anders aussieht und dass die Leute ganz anders ticken, das wird dann sofort in die AfD und in die Rechtsextremismus-Schublade getan. Und man glaubt, man muss sich da nicht mehr näher damit auseinandersetzen. Nur so einfach ist die Welt halt nicht gestrickt. Und viele der Zweifel und der Fragen, die an uns herangetragen werden, sind nicht ganz unberechtigt. Und man muss den Leuten zumindest eine Chance geben, mit ihnen zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen. Möglicherweise liegen die Leute auch oftmals falsch. Sandra Kehl, keine Ahnung, möchte ich auch gar nicht beurteilen, inwieweit das jetzt völlig richtig war, ihre Kritik. Das wäre eine eigene Debatte über Act Out und so weiter. Aber was mich stört und was mein Eindruck einfach ist, ist, dass wir nicht mehr in der Lage sind, überhaupt Debatten zu führen, und dass wir vor allem Kritik nicht ertragen, weil wir so festgefahren sind in unserem
ziemlich engstirnigen Bild. Mich erinnern diese ganzen Debatten eigentlich auf eine noch viel krassere Art. Das habe ich ja damals als Taz-Redakteur ja selber kennengelernt, an die ganzen Debatten um die Ehe für alle, also die, ich glaube, ganz am Anfang der Aktion Standesamt noch gar nicht so hieß. Und das ist denn eigentlich die wesentlich tonangebenden Vertreter der klassischen Schwulenbewegung, aber auch die Lesben, wie zum Beispiel die Soziologin Sabine Haag, ganz stark betont haben, also völlig bizarr, woher wollten sie das wissen? Aber die Ehe sei nichts für Schwule und Lesben, denn die Ehe ist ein ganz patriarchales Ding und sowieso sei die schwule Lebensweise anders. Also insofern ist doch eigentlich die linksidentitäre Bewegung eigentlich nicht gerade ein frisch geborenes Wesen, das jetzt unseren queeren Himmel bevölkert. Du hast natürlich insoweit recht, als die Auseinandersetzungen auch in der Vergangenheit immer wieder sehr hart gewesen sind. Also gerade Homo-Ehe ist ein Thema, was du zu Recht da ansprichst. Aber ich glaube trotz allem, dass es damals noch um mehr ging. Also da gab es eben diesen sozialrevolutionären Flügel der Lesben- und Schwulenbewegung, die natürlich gerade die Feministinnen aus einer Tradition der Eheablehnung dann verständlicherweise große Schwierigkeiten hatten mit dieser Forderung nach Ehe. Das waren halt unterschiedliche Konzepte. Da ging es um die Frage, wir wollen die Welt verändern, sagten die einen. Die anderen sagten, naja, wir wollen erstmal in dieser Welt hier, die wir hier vorgefunden haben, überhaupt ankommen. Und das sind Auseinandersetzungen gewesen, die ziemlich hart geführt worden sind und teilweise auch unappetitlich. Aber trotz allem ist mein Eindruck, dass das noch moderater war im Vergleich zu heute, weil heute tatsächlich die Auseinandersetzungen teilweise entweder gar nicht geführt werden oder werden nur noch auf dieser emotionalen Ebene geführt, dass man sagt, ich als Betroffener kann das beurteilen, niemand anders kann es beurteilen. Und wenn ich als Betroffener durch irgendwas mich verletzt fühle, dann ist die Debatte eigentlich auch schon zu Ende, weil dann ist das ganz klar und transphob, homophob oder sonst was gewesen, was mir da entgegengeschleudert wurde. Und wir müssen darüber gar nicht mehr debattieren. Und also diese Emotionalisierung der Auseinandersetzung, die Verweigerung einer rationalen Debatte, das ist schon nochmal eine neue Qualität, die hat es früher meines Erachtens nicht so gegeben. Also bei der Homo-Ehe, da ging es schon noch mal um eine rationale Sache auch, ne? Und die Frage, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, da sind wir möglicherweise unterschiedlicher Auffassung. Ich glaube, dass das früher auch eine zutiefst identitäre Geschichte war. Und ich glaube, dass dahinter auch psychische Dispositionen, also bei der klassischen Schwulenbewegung gab, die eigentlich keinen Erfolg haben wollten. Und sie haben natürlich auch die bürgerrechtliche Gleichstellung bei der Ehe, haben sie auch abgelehnt, weil sie da eigentlich noch sehr starke Konflikte mit ihren Eltern rumgetragen haben. So, also quasi das innerliche Verbot, auf gar keinen Fall das Gleiche beanspruchen zu wollen, was die Eltern eben auch beansprucht haben. Aber gut, wenn man sich im Ozean der Tweets und Facebook-Einträge tummelt und jene Foren besucht. Und wenn man dann auch noch diese Statements aus der queeristischen Bewegung zugespielt bekommt, dann gewinnt man den Eindruck, wir leben eigentlich momentan in der schlimmsten aller Welten. Nichts sei erreicht. Und jetzt ist das nicht typisch für so einen jungen Aktivismus, dass der immer erstmal glaubt, so schlimm wie jetzt ist es noch nie gewesen und wir müssen jetzt endlich für Emanzipation sorgen. Naja, das ist natürlich bis zum gewissen Punkt, hast du schon recht, auch ein Generationenkonflikt, was wir da gerade erleben. Das heißt, es ist die nachwachsende Generation, die mit den ganzen bürgerrechtlichen Errungenschaften, die wir durchgekämpft haben, jetzt aufgewachsen ist, die das für selbstverständlich genommen haben und die jetzt auf einer emotionalen Ebene das Ganze angehen und glauben, dass sie da doch noch tausend Benachteiligungen finden, die wir vielleicht gar nicht so sehen oder wo wir dann sagen, naja, hey, das muss man vielleicht auch einfach hinnehmen können und da muss man ein bisschen gelassen sein. Und
Wir leben halt in einer komplexen Welt, wo viele Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben, was das gute Leben ist. Und da muss man auch sich gegenseitig mit Toleranz begegnen. Und die haben da vielleicht eine andere Perspektive. Das mag sein. Also bis zum gewissen Punkt ist es sicherlich ein Generationenkonflikt auch. Aber ich glaube, es hängt auch tatsächlich mit dem zusammen, was ich versucht habe anzureißen in meinem Artikel, dass in den Universitäten seit 20, 30 Jahren einfach das, was wir Queer Theory nennen, sehr starkes Thema ist. Nicht nur bei denen, die Gender studieren, sondern eben auch in vielen anderen Fachbereichen, mindestens in den ganzen Geistes- und Sozialwissenschaften, spielt das eine große Rolle, hat einen hohen Stellenwert. Und da werden die Leute im Studium eben auch in einer ganz anderen Richtung schon geimpft, frühzeitig. Und ich glaube, das sind auch die Auswirkungen dieser Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, dass wir es jetzt mit einer jungen Generation zu tun haben, die total emotional und gefühlsorientiert an diese ganzen Themen herangeht und vor allem aus ihrer eigenen Identität, aus ihrem Standpunkt, das ist ja auch Teil dieser Gender-Theorie, dass man nur von einem bestimmten Standpunkt aus redet und so weiter, dass die Perspektive sich so auf sich selber zurückwirft und fokussiert. Möglicherweise gibt es aber auch noch andere Einflussfaktoren, insbesondere das Internet, die Formen der sozialen Kommunikation in diesen ganzen Netzwerken und Twitter und so weiter, wo alles immer schneller getaktet ist und man immer weniger überlegt, was man da eigentlich raushaut. Das ist sicherlich auch ein weiterer Einflussfaktor, warum das zunehmend so eskaliert, diese ganzen Debatten. Aber du würdest nicht so weit gehen, Alexander, zu sagen, dass wir auch, was die, sagen wir mal so, Schwulen- und Lesbengeschichten anbetrifft, dass wir da eigentlich jetzt am Ende der Fahnenstangen angekommen sind. Weil ich stelle zum Beispiel fest, es ist, also Coming-out-Geschichten, also die sind immer noch etwas später als die von heterosexuell orientierten Leuten, das gibt zu denken. Es gibt dazu übrigens interessanterweise auch gar keine Forschung, also interessiert unsere queere Forschung nicht. Aber es ist gerade die Akzeptanz von schwulen und lesbischen Kindern ist in Sonderheit in den kinderknappen Mittelschichtsfamilien ein extremes Problem. Also auf Schulhöfen ist schwul und lesbisch immer noch ein übles Schimpfwort. Ja, also ohne Frage gibt es tausend Baustellen. Das ganze Thema Migration, Integration, wie gehen wir damit um und wie bewältigen wir die Konflikte, die da gerade für die LGBT-Bewegung mit verknüpft sind. Das ist eine Baustelle zum Beispiel. Aber um diese offenkundigen Baustellen kümmern wir uns ja kaum, sondern wir erschöpfen unsere Diskurse in absurden Auseinandersetzungen über das, was jetzt beim letzten Frühlingstreffen da wieder abläuft. Also tut mir leid. Also das ist weltfremd auch, was da zunehmend abläuft. Es ist vor allen Dingen auch respektlos den lesbischen Frauen gegenüber, die aus Gründen, für die sie sich nicht rechtfertigen müssen, nicht alliieren wollen, also jedenfalls nicht konkret alliieren wollen, Frauen, die sich quasi qua Urkundenerklärung also eben noch Männer waren. Also das finde ich irgendwie sehr seltsam. Aber das muss denn auch die Lesbenbewegung austragen. Ich habe eine Frage von Nightmare Reality. Ist immer ein bisschen komisch mit diesem Pseudonym. Also, aber gut, Nightmare Reality fragt, trifft die Tribalisierung bzw. das Zurückziehen in die identitäre Eigengruppe nicht auch auf Lesben und Schwule abseits des Vorwurfs des Transaktivismus zu? Ja, sicher. Also das ist ja meine These, dass das generell auf die LGBT-Bewegung zutrifft und nicht nur auf bestimmte Untergruppen, klar. Aber ist das nicht auch so? Ich habe selber immer darauf bestanden, dass es auch schwule Räume geben muss. Also das heißt, wo ich auch nicht möchte, dass das jetzt, dass diese Räume jetzt aller Welt offen steht. Also es muss Räume geben. Also das hätte ich jetzt nicht als Safe Space bezeichnet, aber wenn jetzt hier Nightmare Reality was von identitären Eigengruppen sagt, es gibt ja einen Eigensinn auch von sozialen Gruppen wie schwulen Männern oder lesbischen Frauen.
Da braucht man Räume, um miteinander überhaupt erstmal klarzukommen, allerdings ohne andere zu behelligen. Ja, das ist ganz legitim, aber ich meine, das gibt es auch überall in der Gesellschaft, nicht nur unter Schwulen und Lesben. Gibt auch Schützenvereine oder sonst was, da ziehen sich auch Leute zurück und korrespondieren auf einer ganz bestimmten Ebene. Und ich finde es legitim, dass man solche Schutzräume, seien es unsere Darkrooms oder sonst was, natürlich aufrechterhält und verteidigt. Aber andererseits, das, was wir da erleben, hat ja eine andere Dimension. Es geht ja darum, dass im Prinzip jeglicher Raum ein sogenannter Schutzraum sein soll. Und vor allem das, wovor man sich schützen möchte, ist ja nicht etwa tatsächlich eine Anfeindung, sondern es geht ja letztendlich um neue Sittlichkeitsmaßstäbe. Man möchte geschützt werden vor einem Buch, was möglicherweise einen verstören könnte, etc. pp. Vor Bildern und so weiter. Das ist doch alles irgendwie wie der Mief der 50er Jahre letztendlich. Also eine neue Sittlichkeitsdimension kommt da rein. Und es kommt, ist ja vielleicht auch gar kein Zufall, dass diese Welle darüber schwappt, mal wieder aus den USA, wo der Puritanismus ja ohnehin viel stärker verankert ist und wo eben der Feminismus teilweise dann auch mit dem Puritanismus eine Allianz eingeht. Und also insofern, naja, also das ist schon eine andere Dimension von Schutzräumen, die da jetzt gefordert wird, als das, was wir traditionell als schwule oder lesbische Schutzräume kennen aus den 70er Jahren. Jetzt haben wir eine Frage, also die, und zwar einerseits von Ralf Bogen, die Frage hat er schon vor dem Taz Talk gestellt, und dann noch eine sehr, sehr pädagogisch. Ich bin so gar kein Pädagoge, also ich... Oh, es ist immer alles ein bisschen süßlich. Aber sei es drum, von einem Zuschauer, der fragt, ob das, es geht hier nicht um Behauptung, sondern um die Bewertung historischer Fakten. Und zwar geht es um die Kontroverse der Repräsentation von lesbischen Opfern in der Gedenkstätte Ravensbrück. Und ob es nicht, das ist Lutz van Dijk, er findet das nicht ausreichend, die Bewertung der Nazis in der Verfolgung lesbischer Frauen zum Maßstab der Anerkennung als Opfer heute zu nehmen. Alexander, du bist Historiker und du bist zu dem Thema, glaube ich, auch Quellen, was die Quellenforschung anbetrifft, so versiert, also wie nur wenige. Hat es denn überhaupt eine Verfolgung von Lesben als solchen gegeben? Ja, das ist ja eine Debatte, die Lutz van Dijk da jetzt wieder aufmacht, die wir schon länger führen. Letztendlich führen wir die seit 10 Jahren über die Gedenkstätte Ravensbrück. Lutz will immer, dass wir uns alle lieb haben. Gut, aber jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zu den Fakten. Die abseits, Fakten. Ja. Also, das ist ja der Kern der Debatte und der Kern des Streites, des Pudelskern ist natürlich die Frage, gab es eine Verfolgung aufgrund weiblicher Homosexualität oder nicht? Und das ist eben aufgrund von Dokumenten etc. nicht nachweisbar. Es gibt keinen Hinweis in der ganzen Dokumentenüberlieferung, dass weibliche Homosexualität im Dritten Reich ein Verfolgungsgrund gewesen sei. Und das ist aber das, was die Antragstellerinnen, im Wesentlichen sind es Frauen, die in Ravensbrück so ein Denkmal errichten wollen, eben unterstellen. Und was auch in den Widmungstexten, die sie da immer wieder einreichen, suggeriert wird, dass es diese Verfolgung aufgrund weiblicher Homosexualität gegeben habe. Und deswegen ist es so schwierig, dieses Denkmal, was da beantragt ist, zu genehmigen, weil es eben auf angebliche Fakten rekurriert, die nicht auffindbar sind. Eine andere Frage ist, ob man nicht aus anderen Gründen lesbischen Frauen in Ravensbrück ein Denkmal errichten könnte, nämlich weil es ohne Frage, also schon rein statistisch betrachtet, natürlich lesbische Frauen unter diesen 100.000 Häftlingen gegeben hat und weil auch bekannt ist, dass es im Lager selber natürlich verboten war, sexuell zu verkehren, auch lesbisch zu verkehren und dass das mitunter auch mit Strafen geahndet wurde, wenn sowas aufflog. Und das sind Gründe genug, um da auch ein Denkmal zu errichten. Nur die Debatte kreist immer wieder um die Frage, war weibliche Homosexualität ein Verfolgungsgrund? Und das ist das, was letztendlich nicht lösbar ist, dieser Punkt, weil es keine Belege dafür gibt und weil die Antragstellerinnen immer wieder sich darauf zurückziehen und darauf rekurrieren, dass es diese Verfolgung gegeben habe.
die Gedenkstätte würde das so sanktionieren, dieses schiefe Geschichtsbild, wenn sie einem solchen Denkmal dann die Genehmigung erteilt. Und deswegen hat es da bis heute keine Lösung gegeben. Meine Position in diesem ganzen Streit ist die, dass ich da in diesem Beirat der Gedenkstätten sitze und da immer mal wieder meinen Senf zugebe und als Historiker da eben eine ziemlich klare Perspektive habe. Aber andererseits sitzen da eben auch noch sehr viele andere Mitverantwortliche. Und das Lustige ist, dass der Streit zumindest aus Perspektive vieler Hörer in der LGBTI-Community immer auf meine Person fokussiert ist. Ich bin der Böse, der das alles verhindert, aber so einfach ist es nicht, sondern es gibt ja sehr viele Akteure und Beteiligte, die das sehr ähnlich sehen wie ich. Kannst du das nochmal ganz kurz kommentieren? Elli Renz schreibt uns gerade, ich nehme an, in Kenntnis der bremischen Verhältnisse rund um das Lesben-Frühlingstreffen, sie sagt, das Lesben-Frühlingstreffen wird konkret von der MHS, ich weiß jetzt, sorry, Elli Renz, ich weiß nicht, was MHS ist, und der Bremer Senatorin mit Diffamierung, Magnus-Hirschfeld-Stiftung, und der Bremer Senatorin mit Diffamierung und Geldentzug sanktioniert. Das ist, schreibt sie, keine Auseinandersetzung unter Lesben. Warum sehen Sie als Schwuler hier nicht die Cancel Culture? Oh ja, diese Cancel Culture sehe ich sehr wohl. Das ist natürlich, wenn ich das richtig verstanden habe, weißt du was Näheres drüber, Alexander? Geldentzug? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass Markus sich da distanziert hat vom letzten Frühlingstreffen und eben auch es bereut hat, dass er eine Forderung gegeben hat. Und die Bremer Senatorin hat wohl die Fördergelder auch zurückgezogen, die sie da zunächst zugesagt hatte. Das ist eben klassische Cancel Culture, weil da Workshops geplant waren, die inhaltlich nicht ins Konzept passen, weil genau das angesprochen werden sollte, was ich versucht habe, in meinem Artikel jetzt kurz anzureißen, dass es eben doch massive Probleme gibt und dass so ein Selbstbestimmungsrecht für Transsexuelle, wenn Kinder bereits erklären sollen, dass sie transsexuell sind und dann möglicherweise Pubertätsblocker verschrieben kriegen und so weiter, dass das möglicherweise nicht die weiseste Lösung ist. Also zumindest muss man doch über solche Fragen dann diskutieren können. Und das ist schon skurril, dass das in der LGBT-Community momentan nicht möglich ist. Insbesondere, weil es ja da auch ganz klar um spätere Schwule und Lesben in Einzelfällen zumindest geht, die dann mit 20, 25 entdecken, dass sie eigentlich schwul oder lesbisch waren. Aber bis dahin ist dann ihr Körper schon transformiert worden. Und ja. Reden können muss. Ich möchte das Elli Renz auch nochmal deutlich sagen, das war vielleicht ein bisschen missverständlich. Ich empfinde also die Forderung nach Freigabe unabhängig von Eltern und Beratung, gerade bei Vorpubertierenden, und es sind überwiegend Mädchen und es sind auch Jungs drunter, also die Freigabe von Pubertätsblockern und die Ermöglichung von chirurgischen Maßnahmen im Nicht-Volljährigkeitsalter, halte ich für die Forderung nach Menschenversuchen. Also das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und damit will ich gleichzeitig sagen, dass es selbstverständlich Trans gibt. Also überhaupt keine Frage. Aber das wäre eine Frage der Bürgerrechtlichkeit, diese medizinischen Fragen zu erörtern. Also für Menschen, die vielleicht mindestens das 16. Lebensjahr vollendet haben. Also bei Kindern ist das ein No-Go und das wird der queeren Szene um die Ohren fliegen. Das ist sicher. Ja, davon gehe ich auch aus. Zumindest müssen wir lernen, über solche Fragen, die wirklich kontrovers betrachtet werden können, auch zu diskutieren und nicht jeden, der überhaupt nur ein Forum anbietet, diese Fragen zu diskutieren, dann als transphob zu diskreditieren, was momentan wieder geschieht, eben bei dem letzten Frühlingstreffen. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden mutmaßlichen Koalitionsverhandlungen der nächsten Bundesregierung, mit wem auch immer, aber dann sind die Grünen beteiligt und vielleicht auch die FDP, die haben ja also zumindest diese Forderung des Transaktivismus mit integriert. Also ich habe die Befürchtung, da kommt den Grünen ein neues Pedo-Ding auf den Hals. Aber muss man mal sehen, ich bin da gespannt. Wir kommen jetzt langsam zum Schluss, aber jetzt haben wir nochmal, das ist ja definitiv der sanfteste Spezialist aller in unserer Szene, Lutz van Dijk, der fragt,
Also warum wir denn immer diese Konflikte austragen und sollen wir denn nicht lieber irgendwie nach vorne gucken? Und zum Beispiel, Alexander, du hast auf die Situation von Schwulen in Iran hingewiesen. Und also sollten wir uns nicht lieber darum kümmern und nicht, wie er schreibt, um interne Dispute. Ja, bin ich völlig bei Lutz. Aber das Problem ist ja, dass wir offensichtlich lieber interne Dispute führen. Und das ist ja gerade das, was ich kritisiere mit meinem Artikel. Aber schauen wir uns an, was wir ständig für Debatten führen. Eben jetzt zum Beispiel über das Lesben-Frühlingstreffen. Das ist aktuell, das sind die Umgangsformen in unserer Community. Ja, und ich würde sagen, dass interne Dispute total wichtig sind. In der Arbeiterbewegung waren sie wichtig, in allen möglichen Bewegungen. Und hier gibt es offenbar Dispute, die dringend zu führen sind. Und ich glaube, also ich vermute in aller Demut, also vor den Wirklichkeiten, ich vermute, dass ein Hinweis darauf, jetzt mal nach vorne zu gucken, auch ein Moment von Erzwingung in sich trägt. Also jetzt doch bitte mal sich nicht um den Schmutz zu kümmern, der ja da ist. Ja, Alexander, es war sehr erfrischend. Also wir haben eine große Anteilnahme gehabt im Publikum. Falls es da noch Spezialfragen an dich als Historiker gibt, dann leite ich sie an dich weiter. Ich darf dem Publikum sagen, diese Debatte geht weiter. Und wir haben erstmal danke dir, Alexander. Nicht zu danken. Wir haben morgen schon den nächsten, den 134. Talk. Da spricht meine wirklich, wirklich bezaubernde Kollegin Simone Schmollack mit dem Musiker Christoph Reuter über sein Buch »Alle sind musikalisch« und über Künstlerinnen in der Pandemie. Darauf freuen wir uns. Und den nächsten Queer Talk gibt es am 1. Juni wieder in Kooperation mit der Taz. Und bei aller Liebe, also zu deiner starken Bekanntheit, Alexander, aber da haben wir eine wirklich große Berühmtheit bei uns zu Gast. Das ist der über 90-jährige Psychoanalytiker, einer der ganz wenigen aus der psychoanalytischen Orthodoxie, der sehr früh gegen Homophobie in seiner Disziplin argumentiert hat. Wir haben Otto Kernberg zu Gast am 1. Juni um 19 Uhr. Ich finde, das sind wirklich die Punkte, auf die wir uns freuen können. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Dank dir, Alexander. Und denken Sie an uns, die Spendenplattform heißt Tatzalig. Danke, Jana Wegscheider. Das ist unsere Ombudsmenschin gewesen, die ihre Fragen sortiert hat. Und Peter Rohrmann hat mal wieder das Technische dirigiert. Vielleicht zeigt er euch nochmal, because we never walk alone. Macht doch mal euer Bild an. Adieu, liebes Publikum. Ja. Schönen Abend. Ciao.